Ich gucke. So, wir sind live drauf. Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Viele Grüße aus Kiel. Anwurf das Handballmagazin Folge 80. Unfassbar. Und wir haben tollen Besuch von der HSG Mönckeberg Schönkirchen. Wenn es um Handball und Mönckeberg geht, muss natürlich ein Dahmke vor Ort sein. Das ist klar. Heute durch Freddy. Moin. Moin. Freue mich sehr, dass du da bist. Und seit Ewigkeiten. Seit 5 Jahren hast du eben gesagt, bist du schon. Ist das fünfte Jahr jetzt, ja. Oder ins fünfte Jahr geht's jetzt. Ins fünfte Jahr geht's. Ich habe noch einen Vorschau mal. Nils Himmelsbach ist da. Ich freue mich sehr. Grüße. Moin, moin. Vielen Dank. Geht's euch gut? Seid ihr gesund? Wunderbar, ja. Alles super. Doch. Großartig. Und gut reingekommen in die Saison? Doch, doch. 2 Punkte geholt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut reingekommen nach so langer Vorbereitung. Ja. Ich glaube, Vorbereitungen sind immer undankbar, aber dieses Jahr wie nie. 1000 neue Regeln, 1000 neue Sachen, die es zu beachten gibt. Aber wir haben es gemeistert, denke ich. Und sind gut gestartet und frohen Mutes, dass es jetzt weitergeht. Wunderbar. Und ich bin frohen Mutes auf eine gute Sendung. Also wir sprechen über die HSG, wir sprechen über sehr vieles. Wir müssen auch das Thema Basketball ansprechen. Ich habe gelernt, Freddy ist großer Basketball-Fan, der auch mal nachts länger aufbleibt. Weiter. Und seine Mannschaft hat leider jetzt das letzte Finalspiel verloren. Ja. Leider. Nicht nur das letzte Finalspiel, viele der letzten Finalspiele. Da sprechen wir drüber und wir haben natürlich auch ganz zum Schluss, holt schon mal ganz kurz raus, Kroko mit dabei, heute das nächste Duell. Ich habe aus letzter Woche ein bisschen was gut zu machen und ihr könnt abstimmen. Wer glaubt ihr macht heute das Rennen beim Kroko-Duell? Freddy? Dann stimmt gleich im Chat mit der 1 ab. Nils? Die 2. Die 2. 01379. Oder vom. Dann bitte ganz oft die 3 in den Chat hauen. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Hier bei Twitch könnt ihr ganz viel auch im Chat kommentieren. Ihr könnt Fragen an die beiden stellen. Das geht ganz einfach. Ihr braucht einen Account bei Twitch. Der ist kostenlos. Und wenn ihr einen Account habt, könnt ihr reinschreiben in den Chat im Grunde, was ihr wollt. Und eben auch die Zahlen. Und das wird dann automatisch, da sehen wir schon die Umfrage, hiermit gewertet in unserem Krokoduell-Abstimmungsbarometer. So, wir haben natürlich auch wieder einige Spiele, die wir für euch vorbereitet haben. Da gucken wir gleich drauf. Gibt einen Spot und dann legen wir los mit Anwurf das Handballmagazin. Viel Spaß! Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. So, und das kennt ihr schon aus den letzten Wochen. Wenn ich hier stehe an diesem neuen Tisch in unserem neuen Studio, dann geht's an die Zusammenschnitte der Spiele. Wenn auch ihr sagt, meine Mannschaft muss unbedingt mal bei Anwurf das Handballmagazin gezeigt werden, dann schickt uns doch euer Spiel vom letzten Wochenende. Wir schneiden das zusammen, ich kommentiere drüber und dann gucken wir uns das Ganze an. So geschehen mit der Oberliga Ostsee Spree der Herren. Wir gucken in die Nordstaffel, da hat Spandau gegen Tegel gespielt. Und das war ein wirklicher Krimi. Oberliga Ostsee Spree. Spandau hat Tegel zu Gast. Spandau ein Unentschieden, ein Sieg bislang. Tegel mit 2 Niederlagen gestartet. Ja, mit dem neuen Trainer Oreos Fonseca. Champions League Sieger mit Ciudad Real. Sein Team in den roten Trikots gerät aber auch hier früh in Rückstand. Arthur Fink bringt Spandau in Führung. Was ist mit Tegel? Da ist auf den Mann mit der 14 zu achten. Der kommt jetzt wieder an den Ball und tankt sich da einmal durch. Robin Gojovi 1:1. Und er wird noch des Öfteren heute in Aktion sein. Zunächst aber wieder die Gastgeber. Wir wollen hier endlich den Heimsieg einfahren. Gab zunächst das Unentschieden gegen Insel Usedom. Jetzt David Rau 4:3 für Spandau. Dann aber dreht Tegel auf und die Partie. Und es ist wieder Gojovi und er schlägt im Falle noch ein. 5:7 führt Tegel. Gab hier noch für Robert Herz die 2 Minuten Zeitstrafe. Und ohne Herz muss Spandau weiterhin in Rückstand verkraften. Spandau -3 schon. Leier hier mit dem Anschluss 7:9. Und wieder die Gastgeber. Ballverlust und dann... Ihr wisst, wer kommt. Natürlich Robin Gojovi. 5. Treffer schon in diesem Spiel von 11. Insgesamt macht er an diesem Tag 7.
Dann dreht Spandau auf. Das hat er trainiert. Ben Münster, Ausgleich 13 zu 13, steht wie eine Kerze in der Luft. Da haben wir es in Zeitlupe nochmal gesehen. Kurz vor der Pause, Spandau mit der Chance zur Führung und die haben wir gerade noch so auf Kamera bekommen. Erneut Münster zum Halbzeitstand, 15 zu 14. Kai Pieper noch mit der 2 Minuten Zeitstrafe. Alles drin also in diesem Spiel. So, Seitenwechsel, Spandau von rechts nach links, Ballverlust und dann geht's schnell. Ganz blank, Fabio Luca Polese. 16-14, Spandau 2 vor. Aber Tegel bleibt dran. Es ist ein wirklicher Krimi jetzt schon in der zweiten Halbzeit und es ist ja noch einiges zu gehen. Der Ball kommt rüber zu Pascal Winkens. 18-18 Ausgleich. Spandau legt immer einen vor. Tegel lässt sich aber nicht abschütteln. Oliver Klaassen, Chance genutzt. Spandau wieder vorne. 23 zu 22. Und eben haben wir schon eine Parade auf der einen Seite gesehen. Jetzt kommt eine weitere und das ist ganz schön schwer. Dann ist er freier und da kommt er gerade noch so ran mit der Pranke. Sensationell gehalten. Und da wird er sich ärgern. Das wäre die deutlichere Führung für Spandau gewesen. So kommt Tegel wieder in Führung. Dominik Held wird hier vielleicht zum Helden. Kurz vor Schluss führt Tegel mit einem. 25 zu 26 der Spielstand. Aber dann kommt Patrick Germann. Erster Ausgleich. 26-26. Ihr seht da oben die Uhr. Gibt noch ganz kurz die Auszeit. Und dann die erneute Chance. Und der Ball wird wieder zu Patrick Germann gespielt. Und der ist tatsächlich jetzt der Held. 27 zu 26. Ganz, ganz spannender Sieg. Ganz spannendes Spiel vor allem. Und dann der Sieg und der Jubel für die Gastgeber Spandau mit dem Heimsieg. Also Wahnsinnsausgang am Ende, wirklich sehr, sehr knapp. Wir sind immer noch weit am Anfang der Saison. Es ist noch viel, viel Strecke zu gehen, logischerweise in der Spielzeit. Trotzdem lohnt sich gleich ein Blick auf die Tabelle. Wir gucken erstmal auf die weiteren Ergebnisse in dieser Nordstaffel. Da blenden wir sie mal eben ein. Und wir gucken natürlich dann auf den 10.10. Gerade gesehen, Spandau schlägt Tegel. Grün-Weiß-Werder 20 zu 19. Auch sehr, sehr spannend. Paar wenig Tore. Gab es mehr bei Bad Doberan gegen Brandenburg-West, aber auch das so eng. Also sehr, sehr eng. Wir sehen Insel Usedom gegen Kreuzberg aufgrund der Corona-Beschränkungen und wer darf wohin reisen und wann ist was Risikogebiet und so weiter. Und damit niemand in Quarantäne muss, wurde dieses Spiel abgesagt. Termin noch offen. So, und am nächsten Spieltag schauen wir dann, ist erst einmal Tegel gegen Insel Usedom angesetzt. Mal gucken, ob das stattfinden kann. Brandenburg gegen Greifswald. BTV gegen Bad Doberan und Spandau in Neubrandenburg. Das am 24.10. erstmal so der Plan. Wir gucken mal auf die Tabelle. Grün-Weiß-Werder 6 zu 0 Punkte nach 3 Spielen. Spandau 5 zu 1, also am ersten Spieltag gegen Usedom ein Unentschieden mit dabei gewesen. Also Greifswald und Brandenburg-West auch noch mit der weißen Weste, haben aber eben auch erst 2 Spiele. Ganz unten Neubrandenburg und Tegel mit 0 zu 6 Zählern nach 3 Spielen. Aber wie gesagt, das ist auch erst alles der Anfang. Gibt auch noch eine Südstaffel und die schauen wir jetzt. Da haben wir in den letzten Wochen ja auch schon immer sehr drauf geschaut. Alt-Landsberg jetzt gegen OSF deutlich gewonnen zu Hause und noch deutlicher der Grünheider SV gegen Blau-Weiß 30 zu 20. Für Samstag ist das Spiel von Cottbus gegen Alt-Landsberg angesetzt und am Montag, wer da auch Lust hat, kann sich bei Teltow Ruhlsdorf gegen Ludwigsfelde eine schöne Portion Handball abholen. 20 Uhr nächsten Montag. Tabelle. Alt-Landsberg vorne dabei. Grünheide und Preußen erst mit einem Spiel. Ganz unten Lichtenrad, aber auch erst Lichtenrade zurückgezogen, aber ich meine Teltow da drüber auch erst ein Spiel. Also das ist noch ganz, ganz frisch alles in Kinderschuhen, diese Tabelle. Wir schauen nach Niedersachsen. In der Oberliga Niedersachsen haben wir auch ein schönes Spiel für euch, und zwar Großenhaidorn gegen Schaumburg-Nord. Und ich sage euch, mehr geht nicht. Das ist wirklich das Spiel des Jahres dort. Das ist ein absolutes Derby.
Und alle im Vorfeld waren aufgeregt. Außer der Trainer von Großen Heilern, Stefan Lux, der hat gesagt, wir müssen alle entspannt bleiben. Für mich ist das eigentlich ein Spiel wie jedes andere. Was man als Trainer eben so sagt, um die Emotionen in der Mannschaft ein bisschen zu deckeln, wie das bei Mönckeberg ist, das hören wir uns gleich an. Wir schauen uns jetzt erst einmal die Highlights hier von Großen Heilern gegen Schaumburg Nord an. Und die gute Nachricht vor Zuschauern im Spiel des Jahres. Nach über 200 Tagen, 224 waren es genau, gab es endlich wieder ein Heimspiel und dann eben gleich ein Derby für Großen Heilern. Wie es ausgegangen ist, sehen wir jetzt. Großen Heidorn gegen Schaumburg Nord. Mehr geht nicht. Erstes Heimspiel nach über 200 Tagen für Großen Heidorn und dann gleich das Spiel des Jahres, das absolute Derby. Beide haben zwar schon ein Spiel gewonnen, aber das hier, das ist der eigentliche große Auftakt. Und die Gäste in den dunklen Trikots kommen besser ins Spiel. Andreas Lühr kommt verdammt gut ins Spiel. Bringt die Gäste hier in Front. Spielstand 0:1. Und sie machen einfach weiter. Der Mann mit der 61 macht einfach weiter. Andreas Lühr, 1:3, zwei Tore vorn. Aber es ist Derby, da ist alles möglich. Und auch die Gastgeber werden wärmer, werfen sich warm. Phil Hornke wirft sich warm. 3:3, Ausgleich. Großen Heidorn in Duderstadt gewonnen. Schaumburg gegen Stadt Oldendorf auch eine Ansage gehabt. 31:23. Jetzt führen die Gastgeber. Luca Ritter 6:5. 200 Zuschauer sind aufgrund eines Hygienekonzeptes hier reingekommen und sie sehen ein klasse Spiel der Mannschaft in Weiß. Maurice Nolte, 4 Tore erstmals vorn Großen Heidorn, 14:10. Aber da war ja jemand mit der 61. Andreas Lühr, der Mann, der richtig Gefahr von allen Positionen aus dem Rückraum eigentlich ausstrahlt. 16:13 Anschluss. Aber dann schwächt sich die HSG selbst. Wieder schauen wir auf Lühr. Jetzt ist er hinten beteiligt und die Schiedsrichter deuten gleich an, wir müssen uns besprechen. Und zücken dann die rote Karte. Also ohne Lühr, bislang hier der Top-Torschütze der Gäste, muss die HSG weitermachen. Und auf der anderen Seite kommt Bure mit dem Tor. 14 Tore hat er letzte Woche in Duderstadt geworfen. In seinem ersten Spiel nach seinem Kreuzbandriss. Jetzt hier Spiel Nummer 2 und der ist richtig gut drauf. Kurz vor der Pause, Jakob Appel. An apple a day keeps the Gegner away. Oder irgendwie so heißt es, glaube ich. 19:14, Halbzeitstand, deutliche Führung für die Mannen in Weiß. Jetzt von rechts nach links. Und die sind wirklich eiskalt. Die spielen richtig klasse Handball. Nolte, da sind es schon 7 Tore und die HSG muss schauen, dass sie hier irgendwie noch Land gewinnt. Alexander Müller, klasse Tor. Aber was hilft es? 6 Tore, immer noch der Rückstand. Wieder Müller. 25:18. Aber der Rückstand wird nicht kleiner. Eher im Gegenteil. Wieder andere Seite. Rieseneinzelaktion. Denkste, im letzten Moment hat er noch das Auge für Sven Bretz. 29:20, da ist längst klar, wohin die Reise in diesem Derby hier geht. Stefan Lux, der Trainer von Großen Heidorn, hat gesagt, so aufgeregt ist er gar nicht. Es ist ein Spiel wie jedes andere. Scheint seine Mannen gut eingestellt zu haben, auch wenn es hier vorne den Fehler gab und dann Schaumburg und Mirko Thieme noch einmal eingeladen wurden, aber das war das 32:25. Irgendwann lässt so ein bisschen die Konzentration auch nach, aber denkste, vorne werfen sie einfach weiter. Luca Ritter, 37:30. Da sind wir schon knapp an der 40. Muss noch jemand einen ausgeben? Das ist die große Frage hier in der Schlussphase. Nein, Finn Grafmann setzt den Schlusspunkt. 38:32. Der Endstand. Wahnsinnsleistung. Glückwunsch. Derby-Sieg für Großen Heidorn gegen Schaumburg Nord. Der Sieg für den MTV Großen Heidorn gegen Schaumburg Nord in der Oberliga Niedersachsen. Gab natürlich noch weitere Ergebnisse, die wir uns schon mal anschauen. Oh, viele Ergebnisse, die wir uns noch mal anschauen. Wir gucken auf den Samstag, den 10.10. Stadt Oldendorf gegen Vorsfelde unentschieden. Großen Heidorn haben wir gerade gesehen. Der VfL Hameln. 22:19 zu Hause. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Basinghausen verliert auswärts. Börder Handball verliert wiederum zu Hause gegen Fallersleben. Nienburg mit dem Heimsieg. Und Duderstadt verliert auch bei Burgdorf 3. Kommendes Wochenende noch Pause. Und dann geht's weiter am 24.10. Tabelle.
Burgdorf 3, Großenhaidorn und Hameln sind die Mannschaften mit einer weißen Weste. Ganz unten aktuell Duderstadt und die SG Börde Handball. Und wenn wir schon mal in Niedersachsen sind, dann können wir auch gleich mal auf die Oberliga Nordsee schauen. Das Spiel des SV Beckdorf wurde auf Sprungwurf TV übertragen. Alle Heimspiele des SV Beckdorf sind bei Sprungwurf TV diese Saison zu sehen. Beckdorf hat den Elsfleter TB geschlagen. 19-18 am Wochenende. Achim Baden zu Hause knapp verloren. Und der Heimsieg von Oldenburg gegen HC Bremen. Friedenbeck erneut verloren. Und auch deutlicher Sieg der HSG Hunterauhe Löwen. Am kommenden Wochenende SG VTB Altjürden gegen Hattensandkrug. Und Friedenbeck mit dem nächsten Heimspiel dann gegen Elsfleter TB. Wir schauen auf die Tabelle. TV Bissendorf Holte nach zwei Spielen ganz oben. Gibt noch zwei weitere Mannschaften. Die HSG Schwanewede ist auf Rang 2, auch 4-0 Punkte. Und Oldenburg auch 4-0 Punkte dahinter. Beckdorf. Ganz unten sehen wir den VfL Friedenbeck auf 13 und TuS Haaren darunter. Müssen wir uns Sorgen machen um Friedenbeck? Hatten wir ja auch schon hier als Thema in der Sendung, schon ein bisschen länger her. Da waren es noch ganz andere Themen. Dann kam sogar noch Corona und immerhin kann gespielt werden. Das ist die gute Nachricht in Friedenbeck. Sportlich läuft es noch nicht so ganz. Werden wir natürlich beobachten und auch immer wieder Szenen aus den Ligen hier zeigen. Bei Anwurf das Handballmagazin nochmal an euch der Hinweis, wenn auch ihr mal eure Mannschaft hier sehen wollt, schickt uns eure Spiele. Wir machen eine schöne kleine Zusammenfassung daraus. Das steht, haben wir letzte Woche gemacht von der HSG Mönckeberg-Schönkirchen. Die hatte jetzt spielfrei, sind ja auch gerade Ferien, aber ein Spiel gab es schon in der SH-Liga gegen den TSV Sieverstedt und haben wir letzte Woche schon für euch gezeigt, um jetzt reinzukommen gleich auch in unseren Talk mit den beiden Jungs von der HSG Mösche. Gucken wir uns das Ganze in der kleinen Wiederholung noch einmal an und dann geht's rein zur HSG Mönckeberg-Schönkirchen. Hallo und herzlich willkommen bei Sprungwurf TV, die SH-Liga kurz und bündig. Moin auch an Alexander Thoms. Er mit der HSG Mönckeberg-Schönkirchen in den orangenen Trikots mit einem nie gefährdeten Start. Zielsieg gegen den TSV Sieverstedt. Und so ist es passiert. Erster Wurf, erster Treffer, Morten Dahmke. Die Gastgeber kommen richtig gut rein in ihr erstes Saisonspiel, können schnell auf 4-1 in Front gehen. Dann Alexander Thoms eben noch am Winken, jetzt am Treffen. 5-1 die schnelle Führung. Was ist mit den Gästen? Die haben ja schon einen Sieg in der Tasche, letzte Woche gegen Stockelsdorf gewonnen. Hier trifft Holthusen 8-4, aber Mönckeberg weiter vorn. Vorlage kam von Philipp Christoph und der ist hier wieder maßgeblich beteiligt mit der 19. Diesmal macht er es nämlich sogar selbst. 10-6, aber weiter die 4-Tore-Führung für Mönckeberg-Schönkirchen. Die spielen's einmal mit dem Kopf durch die Wand, aber am Kreis wartet Bendix Schröter. 14-8 und das regt hier Sieverstedt extrem auf. Sieverstedt arbeitet sich dann aber weiter rein in die Partie. Fantastisches Tor. Eggers 17-11, aber Mönckeberg kann da schon zeigen, in welche Richtung hier das wahrscheinlich geht. Thoms bekommt von Hinsch den Ball. 18-11, das Halbzeitergebnis. Kann Sieverstedt da nochmal was drehen? Wegen Corona kein Seitenwechsel. Weiter Mönckeberg von links nach rechts. Was ist mit Sieverstedt? Ball geht raus auf links außen. Da steht Preuß. Und hier sehen wir schon, was Mönckeberg an diesem Tag auszeichnet. Immer wieder geht es schnell nach vorne, immer wieder eine schnelle Antwort. 2 Minuten für Holthusen. Aber auch Sieverstedt kann durchaus schnell spielen. Mats Hilgenstöhler, 25-19. Da waren es in Anführungsstrichen nur noch 6. Und dabei bleibt es auch vorerst. Hier trifft Preuß. 28-22, wieder der 6-Tore-Rückstand. Sie werden in der Deckung deutlich offensiver, wenn hier überhaupt noch was gehen sollte, aber da stehen sie alle Spalier.
für Mönckeberg-Schönkirchen. Das geht natürlich viel zu einfach. Das darf auf dem Niveau einfach nicht passieren. Und das sind auch die Gründe, warum es an diesem Tag eben in Richtung Mönckeberg ging. Das Handballpendel. Philipp Jürgensen hier aber durchaus mit einem sehenswerten Treffer. 32:25 und auf der anderen Seite Torben Hinsch mit dem Schlusspunkt 33:25. Gewinnt die HSG Mönckeberg-Schönkirchen gegen den TSV Sieverstedt. Hier wird schon die ganze Zeit fleißig diskutiert, Trainingsinhalte werden analysiert. Steigen wir direkt ein. Wie war das erste Spiel? Du hast gespielt. Ich war nicht da. Du warst gar nicht da? Wer war denn überhaupt von euch da? Ja, ich war da. Aber du hast gefilmt. Ja. Er war der Kameramann. Bitte, ich war da. Nee, deswegen habe ich jetzt gedacht, Freddy hätte gespielt. Ja. Nee, warst du? Ich war noch im Urlaub. Du hast nicht gespielt, weil? Weil ich ein bisschen Rückenschmerzen hatte. Nein. Da braucht man sich nicht verstehen. Nein, beim Rücken geht's besser. Beim Rücken geht's besser, es soll wieder losgehen und ich habe auch Bock. Die Vorbereitung war irgendwie lang, hatte ich gerade eben ja schon mal kurz gesagt, aber wir waren echt froh, dass das erste Spiel jetzt über die Bühne ging, dass wir Punkte sammeln konnten. Das war auch irgendwie, glaube ich, so ein extremer Faktor. Aber vor allem, dass wir Zuschauer dabei hatten, hat auch nochmal mega Gruß raus an die Zuschauer. Das war echt cool, dass wir vor Leuten spielen konnten, dass auch unser alter Coach da war. Dass Howie da war, dass ehemalige Spieler mit Schulte und noch ein, zwei andere da waren. Und das hat echt Spaß gemacht, glaube ich. Das hat den Jungs auch echt Spaß gemacht. Ich kann das ja nun leider nur hinter der Kamera beurteilen, aber... Aber immerhin, ich dachte, jetzt haben wir wenigstens einen, ja, der uns das Spiel noch von der Platte analysiert. Aber die falschen geschickt. Ja, aber dann haben wir für dich immerhin das Spiel nochmal gezeigt, damit du Eindrücke hast. Ja, ich habe mir das Spiel auch nochmal selber angeguckt gehabt, komplett. Die Videoaufnahmen habe ich mir selber nochmal angeguckt. Und was hat dir am besten gefallen? An dem Spiel. Ich würde sagen, der Anfang, weil wir sind gleich mit Tempo reingegangen. Ich finde, wir haben über das ganze Spiel relativ schnell gespielt. Ich finde, der Hauptteil, weshalb wir so schnell gespielt haben, sind Paul und Bendix bei uns. Die Zwillinge sind immer ein bisschen fixer unterwegs. Und ansonsten fand ich eigentlich, außer dass wir halt paar technische Fehler hatten ab und zu, fand ich eigentlich, haben wir ein super Spiel gespielt. Und ich finde, für das erste Spiel der Saison war das echt richtig Hammer. Fand auch schade, nachdem ich das gesehen habe, dass ich nicht mit dabei war. Aber wie lange stand der Urlaub schon vorher fest? Lange, das ist das Problem. Aber es stand eigentlich fest, dass wir später fahren. Aber am Ende konnte ich nicht rumdiskutieren. Es ist ja schon ein bisschen verrückt, dass ihr so lange Pause habt. Dann habt ihr ein Spiel und jetzt ist schon wieder so lange Pause wegen der Feriengeschichte. Das habt ihr euch auch anders vorgestellt. Ja, was heißt anders vorgestellt? Oder ihr würdet es euch anders wünschen. Wir würden uns anders wünschen. Ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand aus der Liga diese Ferien geil findet dazwischen. Aber es ist nun mal so, ich weiß nicht, ich glaube auch oft sind die Hallen wahrscheinlich mit irgendwelchen Veranstaltungen belegt. Oder eben einfach dicht. Oder einfach die dicht, Schulen ja, dicht, genau, weil das ja meistens an Schulen gebunden ist. Aber ich glaube, wir waren erstmal froh, überhaupt zu spielen. Wie und in welcher Form war, glaube ich, wann haben wir wieder angefangen? Also irgendwann im Juli war das erstmal egal, sondern wir haben angefangen, wir haben uns zum Laufen getroffen draußen. Jeder kam umgezogen und wir dachten so, ja, mal gucken, wann wir spielen, ob wir spielen. Und ich glaube, deswegen ist diese Pause jetzt irgendwie zu verschmerzen und wir freuen uns einfach, dass wir spielen. Und ich glaube, das ist irgendwie am Ende des Tages dann. So, aber dafür machen wir den Kram, ja. Und ihr habt euch alle wiedererkannt? Ist ja, auch schon mal das, wichtig. Ja. Hol uns mal ab. Nach so einer langen Pause müssen wir bei allen Mannschaften so ein bisschen auf den neuen Stand gebracht werden. Auch in der Liga relativ viel unbekannt natürlich, weil sich überall auch ein bisschen was verändert hat, logischerweise. Was hat sich bei der HSG im Sommer alles verändert? Ich denke, wenn wir ganz oben anfangen beim Coach, nach 10 Jahren. Nach einer Dekade? Ja, wirklich, wirklich. Haben wir den Coach gewechselt. Wer ist es jetzt? Und wie macht das? Thomas Carstensen, a.k.a. Hensen. war glaube ich, bei der Losung auch schon hier im Studio. Korrekt. Ja, Hensen als neuer Coach. Der eine oder andere kannte ihn, weil er oft bei unseren Spielen war. Oder halt aus Duvenstedt oder von den Frauen von Kropp, glaube ich. Jetzt hier keine Lügen erzählen. Aber er ist auf jeden Fall schon rumgekommen. Aber ich glaube, er ist Mönckeberger jung und das hat schon mal bei uns im Team auch, glaube ich, was bewegt und das tut es immer noch oder er tut es immer noch und so ging es los. Das erste Training war ja, wie ich gerade schon sagte, draußen auf dem Platz und wir mussten uns in zwei Gruppen treffen. So, also große Coach-Vorstellungsrunde gab es nie. Das war so ein bisschen ins kalte Wasser, auch für ihn, glaube ich. Aber er hat es gemeistert und wir arbeiten jetzt schon seit Juli mit ihm und sind super zufrieden. Alle geben echt 110% im Training, im Spiel, wo auch immer. Und bis jetzt kann man wirklich einen Haken darunter machen, das läuft.
vom Coach. Ansonsten haben wir uns am Kreis verstärkt von WIFT, haben wir Janik Liedtke dazu bekommen. Ja. Super sympathischer Typ. Geht, glaube ich, öfter ins Fitnessstudio als wir alle. Zusammengerechnet. Aber er hat sich super integriert, er passt gut in die Mannschaft. Und er hat auch jetzt sein Debüt gemacht. Und ich sag mal, das ist geglückt. Und wir sind froh, ihn dabei zu haben. Ansonsten gab es Nachwuchs aus der Jugend. Freddy. Erste Saison für dich. Erste Saison, genau. Dann haben wir noch auf Rückraum rechts Linkshänder Lennart dazu bekommen. Und auch der macht sich. Ich sag mal so, den Körper bringt er hoffentlich in den nächsten Jahren mit. Aber das Talent ist da und darüber freuen wir uns. Und auch die Jungs haben sich total geil integriert. Links außen haben wir noch Mika dazu bekommen aus der A-Jugend. Und nicht, dass ich jetzt jemanden vergesse. Aber das Fundament, höre ich raus, in den letzten Jahren wurde auf jeden Fall gelegt. Ja, auf jeden Fall. Dass wir Jugendspieler dazu nehmen können, ist natürlich für uns eine Luxussituation. Ich glaube, gerade auf der Rückraumrechtsposition ist das Feld nicht sehr groß an Spielern, die man da holen kann. Und mit Schulte gab es auch sicherlich eine Lücke zu stopfen. Ja. Aber da muss Lennart jetzt reinwachsen. Da haben wir auch noch Linus seit Jahren, der da einen super Job macht. Und Schulte hat ja auch ein bisschen gebraucht, um da reinzuwachsen. Aber wenn er aber die Zeit hat er bekommen. Genau, und die Chance müssen wir jetzt Lennart auch geben. Und die geben wir ihm auch. Und ich denke auch, dass er da in diese Rolle reinwachsen kann. Kurzes Wort zu Freddy. Wie macht er sich? Freddy? Nein, macht sich natürlich auch super. Er hat das Talent, bringt er natürlich auch mit. An seinen Lauffähigkeiten, glaube ich, können wir noch arbeiten. Das kann nicht sein, dass drei Torhüter beim Laufen vor ihm laufen. Aber nicht immer. Aber wir haben auch extrem laufstarke Torhüter. Also deswegen. Nein, er integriert sich genauso wie die anderen gut. Er hat natürlich als Linus kleiner Bruder vielleicht nicht immer das leichteste Standing, aber er macht sich, er passt rein in die Mannschaft, er kann helfen, das hat er uns schon bewiesen und auch da können wir drauf aufarbeiten. Aufbauen. Aufbauen, sag ich doch. So viel Lob jetzt schon hier aus deinem Munde, wir sprechen auch gleich noch über dich, aber wir müssen... Wir haben ja auch bis jetzt nur gewonnen. Ne? Bislang habt ihr die weiße Weste. Wir können ja mal ganz kurz in die Tabelle schauen, bevor wir dann ausführlich über Freddy sprechen und wie es dir gefällt. Jetzt haben wir natürlich die Sicht aus dem Tor sozusagen gesehen. Das ist die Sicht auf die Tabelle. Tabellenführung. Saison abbrechen. Einfach. Fertig. Ja. Siever steht einzige Mannschaft mit 2 Partien. Ein Sieg gegen Stockelsdorf, eine Niederlage gegen euch. Dahinter WIFT 2 und Tilsløven noch ohne. Dann WIFT 2 als nächstes auch mit dem Heimspiel, sehen wir da ganz unten. Gegen HSG Mönckebergstimmkirchen. Ja, jo. Was sagt ihr denn zu der Auslosung? Wie findet ihr die Staffel? Also, ich bin der Meinung, es hätte auch schlimmer kommen können. Also man hätte natürlich auch, es gibt Mannschaften, finde ich, die noch ein bisschen stärker sind. Aber ich finde, man sollte immer nicht zu voreilig reagieren. Und ich glaube, man kann zufrieden sein mit dieser Staffel. Aber ich bin der Meinung, Handball ist nicht nur eine Sache von Spielern, wie gut sie sind, sondern auch wie der Tag abläuft. Und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass egal, wer bei uns in der Staffel gewesen wäre oder wer nicht bei uns in der Staffel gewesen wäre, wenn man einen guten Tag hat, kann jede Mannschaft gewinnen. Trotzdem auf dem Papier, wenn ich sage, eigentlich seid ihr der Top-Favorit, auch mit eurem Kader. Geht ihr mit? Ich glaube, dass wir alle Spiele gewinnen wollen, ist kein Geheimnis. Das wollen die anderen auch? Das wollen die anderen auch, ja. Ich finde die Staffel, wie Freddy gerade schon sagte, es ist möglich, da alle Spiele zu gewinnen oder wirklich als Erster oder Zweiter rauszugehen. Aber es ist auch eine Staffel, finde ich, mit vielen Unbekannten, weil gerade Mannschaften wie Stockelsdorf oder Tilsløven zeigen doch in den letzten Jahren immer wieder, dass Spieler kommen und gehen in der Saison, was es total schwierig macht, diese Mannschaften einzuschätzen. Ich weiß, gerade Stockelsdorf hat da viele alte Hasen, die immer mal wieder auftauchen, wenn es gegen Stockelsdorf geht. Und deswegen denke ich, müssen wir davon ausgehen oder müssen wir mitnehmen, dass wir alles gewinnen wollen. Aber es bleiben Gegner, die schwierig einzuschätzen sind. Wir schauen auf den Chat, der gerade eingeblendet wird. Matzenberger ist mit dabei. Liebe Grüße. Moin, Grüße aus Schönkirchen, schreibt er. B-Hardy, auch an dieser Stelle liebe Grüße, fragt,
Wajet Sievers steht bereits der stärkste Gegner. Schließt, glaube ich, gut an das an, was ich gerade gesagt habe. Sievers steht gegen Stockelsdorf, war ja das allererste Match unserer Staffel. Meine Gedanken wären gewesen, Stockelsdorf kann das gut gewinnen. Aber das zeigt halt auch irgendwie wieder, man weiß nicht, wer bei Stockelsdorf aufgelaufen ist. Sievers war auch kein einfacher Gegner, auf jeden Fall. Aber ich würde sie jetzt nicht stärker einschätzen als die anderen Gegner. Also WIF 2 ist vielleicht noch ein bisschen schwächer als Sievers und Stockelsdorf, aber das sage ich jetzt vor dem Spiel. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Nicht, dass da irgendwas ein Unheil passiert. Nein, ich denke, dass Sievers ein schwer zu bespielender Gegner ist, aber dass wir die Aufgabe gemeistert haben, aber das war jetzt nicht schwerer oder leichter als die anderen Gegner auch. Tils Löwen werden sicherlich schwer zu bespielen. Wir gucken in den Chat, ob das iPad hakt. Okay. Vielleicht können wir den Chat trotzdem noch einmal einblenden. Und warum freust du dich jetzt? Weil ich die Abstimmung bis jetzt sehr gut finde, muss ich sagen, für das Koko-Duell. Weil 0% ja. auf dich setzen. Yeah. Das heißt, 75% glauben, dass Nils gewinnt. Ui. 25 sind doch auf meiner. Da ich bin ja einfach, hoch. Ich habe keinen Druck dann mehr. Ich habe jetzt keinen Druck. Das ist auf jeden Fall ganz am Ende der Sendung. Wir haben die Tabelle gesehen, wir haben über die Gegner gesprochen, jetzt kannst du uns nochmal direkt vom Spielfeldrand erzählen. Klar, erster Eindruck, sehr gut. Mhm. Wo sind die Punkte, die ihr jetzt verbessern müsst? Ein paar unserer Schwächen der letzten Jahre haben wir mitgenommen. Und das ist unser Auf und Ab im Spiel. Ich würde sagen, wir haben Phasen, da sind wir sehr stark. Da ist unsere Abwehr sehr präsent. Aber wir haben auch Phasen, da lassen wir schnell Fehler zu. Da lassen wir uns auch vom Gegner einlullen, machen technische Fehler. Jeder möchte irgendwie für sich spielen. Und da haben wir in der Vergangenheit auch schon Spiele ja aus der Hand gegeben oder spannend gemacht, die es gar nicht spannend zu machen galt eigentlich. Und ich denke, das hat sich auch hier wieder gezeigt, dass dieser Schlendrian nicht ganz raus ist. Aber wenn man jetzt sieht, dass wir seit März kein einziges Pflichtspiel mehr hatten, dann ist das, denke ich mal, auf jeden Fall eine Sache, die okay ist. Also damit können wir gut leben. Haben wir auch noch viele Mannschaften. Das genau, Problem. Genau. Wir wissen ja gar nicht, wie die anderen Mannschaften aus der Vorbereitung kommen. Aber ich denke so, die Fehlerquote, zu der wir uns ab und zu hinreißen lassen, dass wir dann auch mal hier und da einen mehr verschießen, als wir müssen. Das ist eine Sache, auf der wir auf jeden Fall aufbauen können und die es zu verbessern gilt. Nächstes Spiel ist ja auch Freddy mit am Start und da steht wieder Urlaub an. Nee, kein Urlaub mehr. Den Ruf hat er weg. Wir kommen jetzt zu dir. Wir haben eben schon gehört, dass du dich sehr gut eingefunden hast in die Mannschaft. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn es um Mönckeberg geht, ist irgendwo immer der Name Dahmke mit dabei. Und es gibt ja auch diverse Dahmkes in eurer Mannschaft. Ja. Außer mir noch mein großer Bruder allein ist. Da habe ich noch meinen Cousin, Großcousin Morten Dahmke dabei und halt noch ein inoffizieller Dahmke, Torben Hünsch, der das Dahmke-Blut in sich hat, aber leider den falschen Nachnamen bekommen hat und deswegen. Das heißt, vier zurzeit Dahmkes sind schon aktiv gerade auf der Platte. Ja. Wenn wir weiter am Dahmke-Team schrauben, heißt es, Rune muss vom THW nochmal zurück zu seiner alten Handballheimat. Ja. Du musstest sie irgendwie reinheiraten in die Familie. Ich weiß nicht, ob das noch was wird, aber. Und dein Papa ist ja auch noch langjähriger Trainer. Wen trainiert er aktuell? Die zweite Frau von Mönckeberg, Schönkirchen. Was macht der Papa von Rune und Morten? Der spielt lange nicht mehr. Aber trainiert auch noch irgendwen? Oder konnte der mal irgendwas machen? Der hat mal trainiert. Das ist aber schon länger her, ich glaube. Also, ohne es wirklich gut zu wissen, ich glaube, der hat jetzt gerade mit Hamper nicht mehr was am Ohr. Aber auf jeden Fall, Dahmke bleibt der Name, die Institution auf jeden Fall. Bei euch, nein, Spaß jetzt beiseite. Wie gefällt es dir in der ersten Mannschaft? Ja, bis jetzt sehr gut. Also, ich muss mich ein bisschen noch mit meiner Rolle abfinden, weil ich jetzt aus einer A-Jugend hochkomme, wo ich der Spielführende war. Jetzt eine erste Herren, wo ich halt mich erstmal hinten anstellen muss. Aber ich merke schon, dass ich mich auf jeden Fall gut einfüge auch und auch gut in meine Rolle einfüge.
Ansonsten, ich kenne mega viele von denen schon von früher, durch meinen großen Bruder, weil der erstmal schon länger da spielt, kenne ich auch mega viele von denen. Dann habe ich schon letztes Jahr bei denen mittrainiert gehabt, wodurch ich auch schon viele kannte und auch ein bisschen so auch schon die Spielweise ein bisschen kennengelernt habe. Aber ansonsten bin ich echt wirklich gut reingekommen. Also ich bin der Meinung, ohne mich selber jetzt doll zu loben, halt, dass ich halt mich schneller abgefunden habe in meiner Rolle, als ich selber gedacht habe. Was macht die A-Jugend jetzt ohne dich? Ohne jetzt schlimm zu sein, in meinen Augen sieht sie jetzt gerade nicht so gut aus. Die werden auf jeden Fall keine Oberliga spielen. Sondern SH-Liga. Also SH, ja, ich glaube nicht mal SH-Liga. Ich weiß es persönlich nicht, was sie nächstes Jahr spielen werden, aber auf jeden Fall ist die Kaderstärke von den letzten 4 Jahren nicht mehr da. Also von den letzten Jahren. Wird aber wieder kommen, denn in der B-Jugend ist großes Potenzial, weil die haben ganz coolen Trainer. Ja. Sagst du. Sage ich. Ich will auch mal was Positives sagen. Du bist es. Ja, von der B2 bin ich Co-Trainer mit 2 weiteren zusammen. Die erste B-Jugend trainiert sogar auch jemand aus unserer Mannschaft noch. Wer denn? Jan Egger trainiert unsere erste B-Jugend. Und ja, also aus unserer B-Jugend, von Mannschaft von Jan kommt auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Talent hoch, muss man sagen. Erwarte ich auch viel von denen, weil ich die schon länger kenne, die Jungs von denen. Meine Mannschaft auch nicht schlecht, finde ich für eine zweite Mannschaft sehr solide. Mehr kann man auch eigentlich, glaube ich, nicht dazu sagen. So. Seit wann bist du da Trainer? Dieses Jahr habe ich mit der Mannschaft angefangen. Ich komme jetzt gerade aus einem FSJ, deswegen vom Sportverein Mönckeberg, wo ich halt ganz viele Mannschaften trainiert habe. Ich wollte unbedingt als Trainer weitermachen und deswegen habe ich mich da gemeldet gehabt, dass ich die Mannschaft mittrainiere und trainiere die halt jetzt mit den Trainern vom letzten Jahr zusammen. Und wie ist der Trainer Freddy Darmke so? Streng. Echt? Ja. Ich mache gerne auch Witze beim Training, aber vor allem bin ich halt streng. Was ich zurzeit so ein bisschen, wir sind ja ein Dreier-Trainer-Kader. Ich mache halt immer mit den Krafttraining und laufe ein bisschen mit denen so. Du bist der Schleifer. Ja, ich bin so ein bisschen derjenige, der halt dann so geile Ideen auch nochmal ab und zu reinbringt beim Krafttraining halt. Ich nehme viel von meinen Trainern auch mal mit, was ich gelernt habe an Krafttraining von meinen Trainern und was ich da halt selber witzig fand so. Und dann übernehme ich das halt da rein und dann hoffe ich, dass die Jungs das auch witzig finden. Lacht noch keiner, aber hoffentlich kommt das noch. Wir lachen schon beide. Ja, das ist schon mal gut. Ich habe schon was erreicht, das stimmt. Was glaubst du, wenn er dein Trainer wäre? Wie würde dir klarkommen? Boah, ich glaube, wir würden gut klarkommen, aber ob ich alles das machen würde, was er sagt? Das kann ich nicht. An wem orientierst du dich? Du bist ja zu jung. Ja, okay. Ja. An wem orientierst du dich denn? Von meinem Trainingsstil als Trainer an meinen ehemaligen selben Jugendtrainer Martin Schmidt. Mhm. Der hat mich meine Kurszeit der Jugend trainiert. Ich glaube, fast jede Übung, die ich einbringe, hat er mit mir damals auch gemacht. Und für mich war das halt einer der besten Trainer, die ich mein ganzes Leben haben werde auch. Und deswegen orientiere ich mich sehr stark nach ihm. Krille 824 fragt, ob die Sportschau schon gewesen ist. Im Sinne der Highlight-Zusammenfassung wahrscheinlich. Ja, aber du kannst dir anschließend die Zusammenfassung alle noch auf YouTube angucken. Da ist übrigens auch die Sendung gespeichert. Man muss sie also, wenn man mal nicht kann, weil man mal Training hat oder in den Kraftraum geht mit Freddy, kann man sich das auch alles im Nachhinein anschauen. Als jüngster und entsprechender Bierbesorger sollte man doch ausdauernder sein als die Torhüter, schreibt B-Hadi. Da hast du ihm jetzt in was reingeritten mit der Story am Anfang. Ja, meine Ausdauer war noch nie richtig gut, muss ich dazu sagen. Nach einer Knieverletzung war sie dann noch schlechter. Boah, jetzt kommt eine Knieverletzung dazu. Hallo, das waren 4 bis 5 Monate Pause Sport. Ich habe das Gefühl, Mönckeberg ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ein Lazarett. Rücken. Aber das wird noch besser. Freddys Wasserbad. Noch obendrauf. Ja, vielleicht kam daher die Verletzung. Vielleicht, ja. Nee, die Verletzung ist nicht bei Mönckeberg passiert. Die ist noch beim THW gespielt, aber in der Mönckeberger Halle gegen Mönckeberg. Gegen meine alte Mannschaft. Also gehört es auch zu Mönckeberg dazu, die Verletzung. Alles eine Story. Ja. Gutes Stichwort: Jugend beim THW Kiel. Du hast mit unserem letztwöchigen Gast,
Lars Meereis zusammengespielt? Ja, nicht wirklich zusammengespielt. Wir waren im selben Kader. Er hat halt U19, A-Jugend-Bundesliga gespielt vor allem. Ja. Und ich habe Oberliga gespielt, U18, ah, okay, und in der zweiten gespielt. Aber wir hatten halt Training zusammen. Witziger Mensch. Das ist eigentlich das, was ich am besten zu ihm sagen kann. Ich glaube, ich musste mich eigentlich immer zusammenreißen, wenn er irgendwas Witziges gesagt hat, weil ich ihn sauwitzig finde. Ging mir letzte Woche auch so. Wie ging es Petty Petersen? Über den haben wir letzte Woche auch hier gesprochen. Der ist ja auch ein witziger Mensch. Dann waren also drei witzige Menschen auf einmal auf. Ich glaube, Petty fand ihn auch insgesamt sehr witzig. Aber es ist halt, fand ich, immer so Stimmungssache gewesen, ob das jetzt der richtige Moment war für einen Witz oder nicht. Aber eigentlich glaube ich halt, dass Petty ihn auch witzig gefunden hat. Ich glaube, der Großteil der Mannschaft hat mehr als sehr witzig gefunden. Und auf jeden Fall konnte man immer gut mit dem lachen. Ja. Ich schaue hier nochmal in den Chat. Also wenn ihr Fragen habt weiterhin, da werden sie wieder eingeblendet. Oh, wir haben die ersten Bots hier mit drin. Auch sehr schön. Zebra 4 oder Zebra fragt, sind die Zwillinge gleich stark oder ist einer besser bei euch im Team? Sagst du jetzt, Paul, und ich sag Bendix, damit es ausgeglichen ist. Ja, also Bendix wirft mehr Tore, aber das ist auch nicht mehr Pauls Job. Da er der Mittelmann bei uns, sag ich mal, ist. Der hat andere Aufgaben. Ja, der hat andere Aufgaben. Insofern schwer zu vergleichen, die beiden. Es ist irgendwie auf eine gewisse Hinsicht magisch, wie sie zusammen funktionieren. Weil das kann man nicht immer beeinflussen von außen. Also das passiert. Und das kann dann irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn landen. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein Genuss, den beiden im Handballspielen zuzusehen, wer jetzt stärker ist. Echt schwer zu sagen. Ich glaube, dass sie zusammenspielen, das macht sie stark. Und das brauchen sie auch. Hast du sehr schön ausgedrückt mit das passiert. Das passiert, ja. Das passiert einfach. Welcher Torwarttrainer ist denn für Hille bislang der prägende? Bin ich das? Bist du Hille? Nee. Also wüsste ich nicht. Vielleicht wollte er Himmel schreiben. Vielleicht, ja. Und hat sich verschrieben. Auf jeden Fall würdest du, ich beziehe es einfach auf dich, du bist der Torwart in der Runde. Ja, na gut. Thorsten Erich haben wir jetzt kenne ich jetzt schon seit sieben Jahren, glaube ich. Also ich habe nach meiner Zeit in Flensburg und in Hürup in Aldubenstedt ein Jahr gespielt. Und da habe ich ihn quasi kennengelernt. Er als erzkonservativer Kieler und ich noch als Flensburger. Da trafen zwei gute Welten aufeinander. Nein, aber mit ihm das Torwarttraining doch, das hat mich sehr geprägt. Und das prägt mich heute noch. Und das ist auch irgendwie Teil dieses ganzen Mönckeberger Gesamtpakets. Und er war auch so, sag ich mal, mitentscheidend, dass ich nach Mönckeberg gewechselt bin. Beziehungsweise hat er ein bisschen mal gedrückt. Und nein, von ihm kann man einerseits viel lernen. Andererseits ist er jemand, der sich total damit auseinandersetzt, sich aus allen Regionen des Internets oder Büchern Übungen raussucht und immer weiter versucht, dich zu fördern oder auch zu fordern, vor allem. Falls du die anderen Torhüter jemals nochmal haben solltest, frag sie mal nach dem Seilspringen. Da haben sie immer am meisten Spaß. Also wir haben am Anfang immer so 10 Minuten Seilspringen und die anderen üben noch. Aber du bist gut. Ja, die SG hat mich gelehrt, Seil zu springen, ja. Wenn man in Flensburg etwas kann, ja, dann ist es Ropes-Gebing. Titelgewinn ab und zu, aber Seilspringen. Aber du scheinst ja ganz gut überlebt zu haben, wenn du jetzt in deine fünfte Saison hier gehst. Doch. Im Kieler Raum, doch, als Flensburger. Ja, ich sage, die letzten 5 Jahre hatten ja Höhen und Tiefen. Ja. Die SG ist ja zweimal Meister geworden, da konnte man zweimal Meister, dann zweimal die Löwen. Genau, da hat in Kiel auch nicht viel, so viel gewonnen, aber im Endeffekt, glaube ich, mithalten ist keine Option. Aber ich habe die Kieler irgendwo ein bisschen lieb gewonnen. Das kann ich nicht anders sagen. Sie dich auch. Und, ja, das hoffe ich. Wie würdest du denn deinen Torwartstil beschreiben? Ist der auch an einen Flensburger angepasst oder an wem orientierst du dich? An wem ich mich orientiere? Das ist eine gute Frage. Danke. Über die ich mir selten Gedanken mache. Also ich würde sagen, dass ich viel der bewegliche Typ bin. Und
das passt nicht so, vielleicht sogar zu Dan Beutlers Zeit. Okay. Du bist auch vom Typ her so ein Bergerüde, oder nicht? Vielleicht, ja. Nee, aber also ich sag mal so, ein normales Stellungsspiel, aber dann viel von meiner Beweglichkeit zehre ich und das hoffe ich, das kann ich auch noch die nächsten Jahre. Wenn wir jetzt meinen Pendant Jesko dazu nehmen, der hat ein wahnsinniges Stellungsspiel, also da unterscheiden wir uns total. Mhm. Aber doch, ich sehe mich mehr, dass ich von meiner Bewegung lebe und auch dann von meiner Technik irgendwo. Und wer war früher dein Torwart-Vorbild? Vorbild, früher Jan Holpert. Jan Holpert als SG-Legende. Ja, doch, war auf jeden Fall das Vorbild. Von klein auf saß ich in der Halle mit meinem Papa und da gab es für mich niemanden anderen. Und einmal als Kinder durften wir mit der SG einlaufen und eigentlich stand da ein Beutler ganz vorne, aber da musste ich dann einen Schritt zurücktreten, weil ich dann mit Jan Holpert einlaufen konnte und das war es in dem Moment. War das auch der Moment, wo der kleine Nielsen gesagt hat, ich muss Torwart werden? Nee, das ist ganz, ganz zufällig entstanden. Eigentlich war ich Feldspieler. Unter der Leitung oder Hauptübungsleiter war mein Vater zu der Zeit. Und unser eigentlicher Torwart hat irgendwie Mist gebaut im Training. Und wir brauchten einen, der sich ins Tor stellt. Und irgendwie habe ich das in dem Moment gemacht und bin davon nie wieder weggekommen. Und aus einer kurzen, einmaligen Geschichte wurde dann eine lange, einmalige Geschichte. Ja, genau, wurde eine lange, einmalige Geschichte. Ach, Wahnsinn, okay. Ja. Wie du zum Handball gekommen bist, brauche ich gar nicht fragen. Das liegt in der Familie ja im Blut. Ja, früh angefangen. Schon früh als Kind immer mit in die Halle genommen worden von meinen Eltern. Mal am Seitenrand zugeguckt, noch schon seit klein auf. Und das ging halt so durch. Wir haben mal angefangen, früher im Tor gestanden, später dann ins Feld gewechselt. Ach, da war der Weg dann genau umgekehrt. Ja, ich habe immer Feld und Tor gespielt, aber zu Auswahlzeiten habe ich auch immer noch im Tor gestanden. Bis ich irgendwann gesagt habe, ich bin leider ein sehr emotionaler Spieler und ich habe mich mal aufgeregt, wenn meine Spieler vorne kein Tor geschmissen haben. Und dann wollte ich mal raus und selber die Tore schmeißen. Vielleicht müssen wir nochmal tauschen. Ja. Wenn das auch im Training nachher so wird. Ja. Wenn du sagst, deinen eigenen Spieler, das geht so nicht weiter und rennst selber rauf. Als Trainer geht da auch. Gehe ich auf Knie. Muss man abwarten, was ich da eigentlich. Ja. Sehr schön. Was ich eigentlich sagen wollte im Vorgespräch, hast du mir aber erzählt, ansonsten, wenn es nicht um deine eigene Mannschaft geht oder die du trainierst, guckst du relativ wenig Handball. Eigentlich gar nicht. Also nur wenn ich mal irgendwie eine Karte habe, um beim THW gucken zu können, um wirklich hinzugehen, dann gehe ich mal hin und gucke mir das Spiel an. Ansonsten gucke ich echt gar kein Handball, so im Fernsehen oder sowas. Mich interessieren auch nicht so wirklich die Ergebnisse. Außerhalb von jetzt Mannschaften in meiner Liga. Ja, für mich ist keine Ahnung warum. Es hat mir irgendwie nie das richtig angetan, sowas zu gucken. Ich glaube, es liegt auch daran, dass immer, wenn ich es gucke, mal selber gleich loslegen möchte. Dann möchtest du auch. Ich will auch gleich loslegen. Einmal einen Ball aufs Sofa. Der Junge ist einfach motiviert, der ist einfach heiß. Ja, das ist einfach. Es war nie meins. Es war nie meins, wirklich zu gucken, sondern immer erst gleich anfangen spielen. Ball in die Hand, fertig. Wobei von der Statur her gehst du auch Richtung Basketball, oder? Ja. So ein bisschen, so von der Größe? Ich habe ein Jahr mal Basketball ab und zu gespielt, so ein bisschen nebenbei hobbymäßig, aber damals habe ich dann noch nebenbei, das war noch meine THW-Zeit, das Jahr beim THW, und da habe ich einfach wegen der Anzahl vom Training es einfach nicht geschafft, dann weiter zum Basketball zu gehen. Deswegen ist das ein bisschen zerfallen. Wie groß bist du? 1,97, 98. Irgendwie schwenkt das immer so hin und her, je nach Arztbesuch oder Selbstmessen. Das ist halt die Sache. Geht das denn noch weiter oder ist der Prozess schon abgeschlossen? Man wächst ja bis zum 21. Lebensjahr. Also ich habe eigentlich noch 2 Jahre Zeit, dahin zu wachsen, aber ich hoffe mal nicht. Ich hatte nie wirklich Lust, die 2 Meter zu knacken. Kannst du denn noch wen überholen im Team oder bist du jetzt schon der Größte? Nee, Jesko, der Jesko ist nicht 2,01 Meter, 2,02 Meter oder so. Mit dem habe ich mich früher in der Jugend, ganz klein, haben wir uns immer gemessen gegenseitig. Also haben wir uns ab und zu, waren wir da mal meistens gleich groß. Aber irgendwann hat er angefangen, noch schneller zu wachsen als ich und das war dann irgendwann vorbei. Da war der. Also er ist der Christopanz der Mannschaft. Er ist der Christopanz, ja. Thema Basketball ganz kurz. Mhm. Du kamst hier vorhin total traurig rein, denn du hast eine traurige Woche hinter dir. Mein Lieblingsteam von der NBA hat leider die hat
zum Glück in die NBA Finals geschafft, aber die dann leider nicht gewonnen. Haben aber viele Experten vorher gesagt, dass die LA Lakers das machen. Ja. Aber das ist dein Team? Das ist mein Team, ja. Bist du auch Basketballer? Ja, ich schaue auch sehr viel US-Sport, also Basketball, Football. Auch nachts? Ja, aber den Finals aber nur, also okay. Sonst kann ich das nicht mehr. Und wie sieht es bei dir aus? Jedes Mal, also ich versuche jedes meiner Lieblingsmannschaft zu gucken, also von meiner Mannschaft versuche ich immer jedes Spiel zu gucken. Schaffe ich leider auch nicht immer, weil ich manchmal auch früher schon einschlafe, aber eigentlich versuche ich es. Wann ist denn da immer Anpfiff? 3 Uhr ist so eine Standardzeit jetzt während der Finals gewesen. Letztes Spiel war jetzt um 1:30. Meistens stelle ich mir einen Wecker auf eine halbe Stunde vorher, gehe dann pennen und dann mache ich eine halbe Stunde vorher auf und dann gucke. Wahnsinn. Ja, es war halt jetzt auch gerade ein bisschen so, dass halt meine Mannschaft komplett Underdogs waren und dann trotzdem die Finals geschafft haben. Und ich war halt dann mehr gehypt als sonst zu gucken und deswegen wollte ich jedes Spiel gucken. Verständlich. Also es ist absoluter Zufall, dass wir jetzt einen LA-Fan und einen Miami-Fan hier sitzen haben in der Woche, wo die gegeneinander gespielt haben. Habt ihr da nicht zusammengeguckt, mal ein Event draus gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Ich war jetzt auch im Urlaub noch in der ersten Woche, das heißt, so, da hat sich das gar nicht so richtig ergeben. Aber kann man auf jeden Fall mal einen Angriff nehmen, weil es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen alles, die haben ja auch ohne Zuschauer da in Disney World gespielt. Und das gibt dem Ganzen, also muss ich sagen, ja. Wir haben ein Spiel, habe ich nachts geguckt. Das gibt dir dann auch nicht so die okay. Stimmung, die du bei so einem Live-Spiel erwartest, sag ich mal. Sondern die spielen halt wie in der Trainingshalle. Und dann ist es noch schwerer, wach zu bleiben. Ja, verständlich auf jeden Fall. Bevor wir zum Thema Zuschauer auch bei euch in der Liga kommen, noch ganz kurz die Frage, Basketball-Fan erschließt sich mir, aber wie wird man dann in Schleswig-Holstein LA-Fan oder wie wird man Miami-Fan? Also warum genau die Teams? Bei mir liegt es an meinem Spieler. Das ist mein Lieblingssportler, Jimmy Butler. Der spielt dort. Ich bin damit von Team zu Team bis jetzt immer zu ihm gegangen. Ich war nicht immer Miami Heat Fan, sondern je nachdem, wo er gespielt hat, war ich davon Fan. Ich mag halt seine Philosophie und deswegen bin ich halt immer mit ihm mitgegangen davon. Und das heißt seine Philosophie, also für alle, die ihn nicht kennen, inklusive mir? Er ist halt so das komplette Gegenteil von mir. Ich bin eher so ein fauler Mensch. Von wegen auch laufen gehen, Krafttraining. Er ist halt der Typ, der halt sagt so, die ganze Mannschaft muss mehr machen, sonst geht er weg von der Mannschaft. Er ist halt, seine Philosophie ist, desto mehr er macht, desto mehr Erfolg er hat. Er war nie wirklich groß berühmt, aber hat halt immer viel trainiert, viel gemacht und deswegen hat er sich diesmal bis in die Finals reingekämpft damit. Und bei dir? Ja, das ist witzig, wir haben uns nicht abgesprochen, aber es ist die gleiche Geschichte. Ach, echt? Okay. Ja, als ich mit Basketball angefangen habe, habe ich mit LeBron James angefangen und das zieht sich seitdem durch seine Wechsel, seine Spiele und dementsprechend ja jetzt seit 2 Jahren Lakers-Fan. Okay, das heißt, du bist eigentlich eher Fan eines Spielers. Eher LeBron James-Fan als Lakers-Fan, ja, durchaus. Wenn dann der Herr Butler irgendwann mal wechselt, würdest du auch mitgehen? Natürlich, ich habe... bin dabei, mir jetzt gerade jeder seiner Jerseys zu holen. Ich werde immer bei ihm bleiben. Für mich ist das der Spieler der Liga. Der ist der Grund, warum er ist so gesehen der Grund, warum ich Basketball gucke. Deswegen. Auch eine interessante Entwicklung eigentlich im Sport vielerorts, dass man sagt, mittlerweile ich bin Fan eines Spielers und ich will jetzt nicht sagen, der Verein ist mir egal, das ist es ja nicht. Aber ich finde den Verein für einen Zeitraum gut. Und selbst wenn er zum Erzrivalen geht, dann bin ich nächstes Mal Fan des Erzrivalen. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, irgendwann... In der Theorie wäre es so. In der Theorie wäre es so, ja. So in der Praxis, also ich bin jetzt nicht so der Fan, der sagt so, für mich gibt es kein anderes Team, sondern ich schaue mir die Teams an, ich schaue, wie spielen sie. Und ich hätte jetzt, wenn ich nicht LeBron James Fan wäre, hätte ich Miami den Titel gegönnt, so, ne? Also da war es dann schon an den Spieler gebunden, aber über die Jahre, also ich habe auch ganz anders angefangen, sondern mit Kobes Zeit, so da kam LeBron gerade erst in die NBA und ja, ich bin eher so der neutrale Zuschauer, der zwar LeBron sympathisiert, aber sich auch für guten Basketball begeistern lässt und dann natürlich auch den anderen Teams irgendwie dies oder das gönnt und vom Kämpferischen her oder vom Verlauf hätte Miami das auch mehr verdient gehabt, einfach jetzt den Titel zu gewinnen. Das wiederum auf den Handball
transferiert. Wäre ja auch mal spannend, ob jemand tatsächlich auch wirklich nur einen Spieler favorisiert. Ob er wirklich sagt, ich bin nur Fan von XY. So beispielsweise Sander Sargosen, ja. Ich bin Sargosen-Fan, jetzt bin ich halt Kiel-Fan, vorher war ich Paris-Fan. Oder ich bin Fan eines Spielers in Flensburg. Und der geht dann tatsächlich über den Weg, weiß ich nicht, Rhein-Neckar-Löwen, wiederum nach Kiel und dann bin ich plötzlich DRW-Fan. Ist das irgendwann mal gut? Ja, ich habe das Gefühl, im Handball ist das noch nicht so ganz ausgeprägt, dass ein Spieler diesen Einfluss hat auf die Mannschaft. Also so beim Basketball war es jetzt so, dass die Lakers waren wirklich 8 Jahre lang ein Schrottteam, immer letzter, vorletzter. Jetzt wechselt LeBron dahin, die haben wirklich durchschnittliche Rollenspieler, sag ich mal. Und auf einmal sind die ganz, ganz oben. Also werden auch gleich so gewertet. Und ich glaube, im Handball funktioniert das noch nicht so ganz. Also ein Spieler wird ein Team nicht vom Abstieg retten oder zur Meisterschaft führen. Sondern kann ihn eben nur an einer Stellschraube ein bisschen besser machen. Genau. Und ich denke, deshalb ist im Handball doch das Team immer noch mit größerem Gewicht. Ja, das hast du schön gesagt. Damit sind wir wieder beim Handball. Übrigens, der Herr Matzenberger, der Hille am Anfang geschrieben hat, aber Himmel meint, er hat sich jetzt verbessert, schreibt, ich bin übrigens Manni. Ja, das wissen wir. Wissen Sie doch. Wissen wir doch. Wissen Sie doch. Es gibt weitere Fragen. Zebra fragt, seid ihr reif für die Oberliga? Schöne Frage schon wieder. reif für die Oberliga. Vorhin tendierte eine Frage von mir ja so ein bisschen in die Richtung. Ich sag mal so, das ist jetzt super schwer zu sagen. Wir haben ein Spiel gespielt, wir haben eine Corona-Vorbereitung, nenne ich sie jetzt mal, hinter uns. Und es ist jetzt irgendwie total schwer, eine Tendenz abzugeben, wo landen wir. Und wenn ich jetzt sage, wir sind reif für die Oberliga und wir verlieren die nächsten 3 Spiele, dann kommt das auch vorne und hinten nicht hin. Und deswegen tue ich mich da schwer, gerade eine Tendenz abzugeben, sondern wir haben irgendwo das Ziel gefasst, ganz oben mitzuspielen. Und wir haben auch gesagt, warum sollen wir um den 2. Platz spielen wollen? Wir wollen um den 1. Platz natürlich spielen. Und das Ziel bleibt auch das Ziel. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie kleinreden. Aber ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied zum wirklich bereit sein für die Oberliga, denn wie die im nächsten Jahr aussieht, ist ja auch noch ein großes Fragezeichen mit Auf- und Absteigern in alle Richtungen und wie viele es auch immer werden. Deswegen, wir wollen oben mitspielen, das glaube ich, da brauchen wir uns nicht verstecken, aber ob wir reich für die Oberliga sind, wer weiß. Wollt ihr noch beweisen, wir können den Chat bitte noch einmal ganz kurz einblenden, da gab es noch eine Frage, 2 Fragen sogar. Nein, eine, das andere ist der Kommentar noch dazu. Gento17, YMD, YMD, Gento17 fragt, Freddy, spielst du auch ab und zu in der 2., dann könnten wir am 7.11. in Plön gegeneinander zocken. Das war am Anfang so vorgesehen, das war, ich glaube, fast jeder A-Jugendlicher war so ins Erste und Zweite, wir haben auch 2 Spieler, die bei uns auch aushelfen werden, die auch jetzt gerade fest in der 2. spielen, das sind Henrik Dahl und Nils Habighorst, 2 Spieler, die bei uns schon öfters mittrainieren werden und auch bei uns in der 1. noch weiter beim Training dabei sein sind, aber halt jetzt erstmal in der 2. spielen. Ich leider, je nachdem, wenn angefragt wird nach Spielern, denke ich mal, dass ich einer der bin, die dann da hingeschickt werden. Aber erstmal steht jetzt so fest, dass ich in der 1. stehe und halt auch erstmal in der 1. bleibe. Aber halt, es kann immer sein, dass jemand eine Aushilfe brauchen von uns. Deswegen denke ich mal, dass ich da einer der Wahlen bin dann auch. Abschließend gefragt, Thema Zuschauer. Ihr hattet Zuschauer, haben wir gesehen, gegen Sieverstedt mit dabei. Das heißt, ihr habt ein gutes Hygienekonzept entwickelt, das wie viele Leute reingebracht hat? Wir haben mit 40 Zuschauern spielen können. Das ist super. Wir haben der Verein hat das Hygienekonzept soweit fertig gebastelt für alle Mannschaften und also aus meiner Sicht hat es funktioniert. So, wir haben an der Kasse eine Dame gehabt, die hat sich sehr darum bemüht, also großes Lob auch da nochmal hin, dass das alles klappt. Sie wusste über jede Regel Bescheid, hat aber auch das Wochenende davor schon mal proben dürfen, sage ich mal, mit den anderen Mannschaften und alle nicht aktiven Spieler und plus freiwillige Helfer haben dann als Ordner fungiert, sodass wir das alles in gute Bahnen lenken konnten. Und
das Wichtigste bleibt am Ende, dass wir spielen können. Alles Weitere mit den Zuschauern, dass man sich danach vielleicht wieder auf ein Bier treffen kann, dass wir vielleicht auch wieder was verkaufen können oder einen Kaffee anbieten können. So, das müssen wir sehen, ob wir das jetzt hinbekommen. Aber erstmal waren wir froh und wir hoffen auch, dass die Zuschauer froh waren, dass sie wieder in die Halle konnten und insofern... Und zwei Punkte gesehen haben. Und zwei Punkte auch noch gesehen haben. Also vielleicht sogar wiederkommen. Ja. Wir haben gleich noch das Krokoduell. Ihr stimmt weiter bitte fleißig ab, wenn ihr glaubt, dass Freddy das Krokoduell gewinnt. Schreibt in den Chat eine 1. Wenn ihr glaubt, dass Nils gewinnt, schreibt eine 2. Oder wenn ihr das Richtige vorhersagt, also dass ich gewinne, dann schreibt ihr natürlich eine 3 in den Chat. Wir haben auch noch meine neue Lieblingsrubrik, die großen 3, machen wir heute am Ende, wo ihr wieder in 5 Kategorien eure Top 3 Rankings sagt. Vorher gucken wir einmal auf einen gewissen Herren, der euch allen etwas sagen dürfte. Sein Name ist Martin Strobel. Ich habe letzte Woche mit ihm geskypt für meinen YouTube-Kanal vom Tastisch. Da ist das ganze Interview mit ihm zu sehen und er spricht so ein bisschen über, ja, wie es ist, Handballstar im Ruhestand zu sein. So sieht das aus. Ich habe dich neulich erst im Fernsehen gesehen. Da hast du auch jetzt den Experten gemacht. Damit hat sich eigentlich meine Frage schon erübrigt. Was machst du jetzt? Wie hast du es eben im Buch gesagt? Als Handballrentner. Ja, also das war natürlich so gemeint. Das ist natürlich diese Art, die man dann nach der Karriere darüber spricht. Also ich bin natürlich nicht mehr aktiv auf dem Handballspielfeld. Der Sport liegt mir allerdings natürlich immer noch sehr viel am Herzen. Darum freut es mich auch, bei so einem Projekt wie jetzt bei dem Buch mitwirken zu können oder da ein bisschen ein Teil davon zu sein. Natürlich will ich meine Erfahrung einfach weitergeben in verschiedener Art und Weise. Sei es jetzt vielleicht so, wie du gesagt hast, als Experte bei einem Spiel mal, aber hauptsächlich auch in der Kombination, dass Teams besser werden. Und das mache ich dann in Zukunft. Also eine Teamentwicklung, sei es im Sport, aber auch nachher in Unternehmen. Ich habe das nochmal nachgeschaut, also das war ja wirklich durch Corona, du hast zwar im Vorfeld schon gesagt, dass wahrscheinlich nach der Saison Schluss sein wird für dich, durch Corona kam der Abbruch, aber immer war ja mal im Vorfeld die Rede, wenn, dann noch Olympia dieses Jahr. Hast du denn mittlerweile schon abgeschlossen und das akzeptieren können und zu sagen, jetzt ist wirklich Schicht im Schacht oder trauerst du zumindest Olympia noch so ein bisschen hinterher? Ich habe schon abgeschlossen. Also natürlich ist es kein Ende, wie man sich es vielleicht auch vorstellt. Das ist klar, nach so langer Zeit. Allerdings gab es in der Phase einfach Wichtigeres und die ganze Welt war da davon betroffen letzten Endes. Darum stellt man sich da auch hinten an. Das sollte man in dieser Situation, denke ich, auch tun. Abgeschlossen in der Hinsicht war es dann vielleicht auch einfacher aufgrund dieser Situation, ja, weil man sieht jetzt immer noch, dass gewisse Dinge eben unsicher sind und der Sport natürlich auch, ja, Leid getragen hat von der ganzen Phase. Deswegen habe ich den Abstand vielleicht ein bisschen früher hinbekommen. Natürlich denkt man da ab und zu noch an die Situation, was wäre gewesen, wenn man dann doch noch die letzten paar Spiele gemacht hätte oder im Sommer Olympia, aber das kann man so pauschal nicht sagen. Deswegen, der Abstand ist aktuell okay und ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen und darauf freue ich mich. Martin Strobel, wenn ihr das ganze Interview sehen wollt, dann könnt ihr euch ja nach der Sendung mal zu YouTube klicken, auf den YouTube-Kanal vom Tastisch, für den ich an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen darf. Vielen Dank dafür. Und da gibt es auch was zu gewinnen, denn er hat sich an 2 Büchern beteiligt. Eins hat er selbst geschrieben, bei einem ist er dabei als Charakter. Und das könnt ihr gewinnen auf dem YouTube-Kanal. Unter dem Video könnt ihr mitmachen. Jetzt kommen wir zu den ganz wichtigen Dingen. Unsere neue Rubrik, die großen 3. Ich habe hier 5 verschiedene Kategorien und ihr rankt immer Top 3, Top 2, Top 1. Und wir fangen bei Freddy an. Was sind denn deine 3 Lieblingstrainingsübungen beim Handball? Also bei mir ist Top 3, also Platz 3 ist bei mir das Schwedenrolle gekommen. Ich finde das ein geiles Spiel, vor allem um Umschaltspiel zu üben. Finde ich eigentlich, meine Top 2 und Top 1 sind fast auf demselben Platz. Kann ich nicht wirklich unterscheiden zwischen. Das sind nämlich einmal halt das Endspiel vom Training und einmal Spielzüge üben. Ich
und das Taktische ist sehr wichtig beim Training und ich als Neuling in der Mannschaft finde halt, da komme ich immer ein bisschen in der Mannschaft immer noch näher rein und lerne auch die anderen Spielweisen von meinen Mitspielern kennen besser. Meine Top 3? Also auf der 3 das Fußballspielen am Anfang gefällt mir richtig gut. Auf der Top 2 auf jeden Fall das Abschlussspiel. Ich denke, da kommt man der ganzen Spielsituation am nächsten. Und auf die 1 muss ich alles das packen, was Thorsten Erich mit uns veranstaltet. Das ist herrlich. So, alles, ja. Alles. Anders gepackt, was sind denn deine 3 Hassübungen? Auf die 3 laufen vorm Training. Es ist kalt, es ist meistens auch noch ungemütlich, es sind lange Strecken. Meine ich. Ja. Kann ich. Auf der 2 weiß ich nicht genau, was da auf der 2 ist. Auf der 1 ist auch alles das, was Thorsten macht, denn das ist immer sau anstrengend. Ja. Dann packen wir auf die 2 das Seil springen. Ja. Das ist auch nicht meins. Ist nicht deins, aber du kannst es gut. Ja, das gehört ja nicht unbedingt zusammen, dass man. Hast du recht, ja. Nur uns oft machen musste. Wie sieht's aus bei dir? Ich ahne, was auf die 1 kommt. Ja, also bei mir ist Platz 3 ist leider Fußball. Ich bin nicht so der gute Fußballer aus der Dings und Jung ist dieses Jahr insgesamt nicht so gut bei uns. Das ist nicht nur dieses Jahr so. Ja, das ist immer so. Letztes Jahr in der Jugend war alt immer noch der Vorteil. Jetzt ist Jung leider die schwächere Mannschaft. Ansonsten bei mir ist zweites sind so, wie sagt man das, so ein bisschen Ausdauer-Koordinationsübungen, wo man zum Beispiel einfach ein Dreieck hat, wo man die ganze Zeit in den Dreieck hin und her laufen muss. Das finde ich auch nicht so geil gerade. Und bei mir Platz 1 ist das Warmlaufen. Das ist, ich bin kein Ausdauertyp. Das Warmlaufen ist schmerzhaft, ist kalt, ist anstrengend. Ich fühle mich danach schlecht, wenn Nils vor mir mal ankommt. Ist ja regelmäßig passiert. Na, jetzt geht's langsam. Aber einfach habe ich mich schlecht gefühlt. Langsam. Also das Gefühl wird einfach ein anderes. Ja, also ein paar Mal bin ich jetzt schon vor ihm rangekommen, aber das waren dann die kurzen Strecken. Das liegt ja daran, dass Morten und ich uns in der Verantwortung sehen, ja auch alle wieder mit nach Hause zu bringen. Also lauft ihr eher von hinten so ein bisschen. Genau, wir sammeln dann die restlichen wieder ein. Also auf den kurzen Strecken komme ich auch manchmal als erstes rein, wenn ich es erwähnen darf. Ja, aber es wird auch dunkel jetzt, muss man aufpassen auf die Jungen. Ja, oder ihr gebt ihm so eine Taschenlampe an den Kopf. So ein Leuchtband an. Ja, weil groß bist du ja. Der Leuchtturm von Mönckeberg. Eure 3 Lieblingsfilme. Soll ich beginnen? Bei mir ist Platz 3, habe ich erst vor kurzem nochmal angeguckt, Deadpool. Ich liebe den Helden einfach. Ich habe auch Comics schon von dem gelesen. Einfach finde ich super witzig, den zu sehen. Und guter Film. Bei mir ist Platz 2. Ich finde ein Muss aus meiner jeder Generation, der das kennen muss, Harry Potter. Weil ich muss da 3 Teile auf einen Platz setzen, leider. Dann kommt der erste, der zweite und der 6. Teil kommt bei mir auf den 2. Platz. Und der 3. steht ins Die kommen bei mir nicht mal in die Top-Rankings. Nein, und das zu Recht. Bin ich absolut deiner Meinung. Danke. Bei mir war der 3. Teil sogar bei meinen top-schlechtesten Filmen. Und der 5. Ja, auch. Das dickste Buch, der kürzeste Film. Was ist da passiert? Das ist wie das Ende von How I Met Your Mother. Keiner kann es nachvollziehen. Egal. Ja, und mein Nummer 1 Film ist für mich und bleibt es auch wird das für eine ganz lange Zeit sein. Das ist jeder Film mit Tom Holland. Ich liebe diesen Schauspieler und alles kommt da rein. Spider-Man, alles, was er jetzt mitgemacht hat, fand ihn bis jetzt in jeder Rolle super toll. Deswegen ist alles, wo er drin ist, bis jetzt bei mir Top 1. Ich packe auf die 3 die Harry Potter Filme. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie ins Detail gehen, weil ich denke, ihr habt das schon ganz gut erörtert. Auf die 2 die Herr der Ringe Trilogie. Bin ich ein ganz großer Fan. Und auf die 1 Star Wars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dass da Unterschiede sind. Also die alten sind natürlich, denke ich mal, schon ganz oben gerankt. Dann kommen die etwas neueren. Und die ganz neuen, die haben es nicht ganz so geschafft. Aber gehören dazu und machen auch Spaß. Eure 3 Lieblingssportler?
packe ich auf die 3 einen Footballer, Russell Wilson, Quarterback von den Seahawks. Damit hat Football für mich angefangen und deswegen ist das so mein Mann, sag ich mal. Platz 2 LeBron James und auf Platz 1 selbstverständlich Sven Erich vom THW Kiel. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wie soll das anders sein? Ja. Der hat sich echt gemacht. Ja. Muss man sagen. Und er macht sich immer noch. Großes Kino. Mein dritter bei mir auf dem dritten Platz, Miami Heat Spieler, der mir sehr ans Herz über die Saison gewachsen ist, das ist Bam Adebayo. Sehr junger Spieler. Wer kennt ihn nicht? Bitte. Ja, ein sehr junger Spieler, der sich sehr gut die Saison gemacht hat. Bei mir Platz 2 ist Martin Schmidt. Für mich ist das, ich bin halt, er war mein Trainer. Der hat dich sehr geprägt einfach. Er hat mich einfach sehr geprägt. Ich habe ihn selber, war ja nicht meine Zeit spielen zu sehen, aber trotzdem wollte ich ihn bei meiner Topliste drin haben als Sportler, weil ich finde ihn einfach als Menschen, als Trainer und was ich von angeguckten YouTube-Videos gesehen habe, auch als Sportler einfach genial. Und bei mir Platz 1 ist Jimmy Butler, habe ich schon viel drüber geredet. Für mich ein Idol und kann ich eigentlich nicht mehr zu sagen, das ist einfach für mich die Top 1 und wird auch immer die Top 1 bleiben. Das wäre Erich von Miami. Sag ich dir. Letzte Runde, eure drei Lieblingsländer. Ja, beginne ich mal. Bei mir ist auf Platz 3 Spanien. Familie dort. Wo sind die Darmkes eigentlich nicht? Das wusste ich auch noch nicht. Sind sogar Darmke-Blut ist da, auch Darmke, aber nicht mehr Darmke als Nachname. Ja, waren dann schon ein paar Mal in Spanien, war immer total der geile Urlaub. Der Cousin, der am nächsten an mir dran ist, von mir, lebt dort auch und ja, für mich ist das halt einfach Platz 3 meiner Länder. Platz 2 ist die USA, für die ganzen Sportarten, die sie dort haben. Ich würde selber sehr gerne mal dahin. Also nach Miami musst du mindestens. Ja, das ist eine Pflicht für mich, solange er da noch spielt. Ja. Und Platz 1 haben bei mir 2 Länder geschafft. Einmal Dänemark, mein meistbesuchtester Urlaubsort. Und Japan. Ich selber gucke Animes viel und ist auch ein Land, das ich unbedingt in meinem Leben besuchen möchte, um einfach um das Culture da kennenzulernen. Und das sind meine 2 Erstplätze, deswegen. Ein Jahr reinhängen bei Mönckeberg, dann kann das mit Olympia noch werden. Was sind deine 3 Lieblingsländer? Ich hau die USA auf die 3. Es gibt kein Land auf der Welt, was mich mehr fasziniert, aber wo ich auch mal öfter denke, so, oh mein Gott, was macht ihr da? Aber trotzdem, es bleibt irgendwie ein Teil von uns und ich habe viele Urlaubsziele dort, die ich nochmal besuchen will und ich hoffe, dass ich das auch noch machen kann in den nächsten Jahren, deswegen. Ja, Platz 2 Deutschland. Ich lebe in Deutschland, ich lebe gerne in Deutschland und ich denke, die Sicherheiten oder die Vorteile, die wir auch hier haben, die hat man kaum woanders und das schätze ich auch sehr. Auf Platz 1 Spanien. Ich habe ein Jahr in Spanien gelebt. Aha. Und dementsprechend da auch viele Erfahrungen gesammelt. Wo denn? In Valencia. Viel mit der Kultur verbunden, bin auch als Spanischlehrer tätig an der Schule. Deswegen hängt da irgendwie viel dran und ja, so hat es sich irgendwie in mein Herz geschlossen. Da hast du natürlich auch eben aufgeguckt, deswegen, als Freddy gesagt hat, auch ja, dort gespannt, Spanisch ist Blut. Was da alles noch von ja. Darmkes ist. Jetzt blenden wir die Kroko-Umfrage ein. Wer gewinnt Kroko? Was glaubt ihr? Oder nicht? Oder, ja. Nee, jetzt 75%. Meine Güte. 25% sagen vom Gewinn. Das könnt ihr natürlich immer noch machen, wenn ihr eine 3 in den Chat reinhaut. Stimmt ihr für mich. 2 ist Nils, 1 ist Freddy, aber das ist ja... War ich immer noch 0, oder? Du hast tatsächlich nur 0,0. Was ist denn da los? Ja. Du kannst jetzt allen Kritikern etwas Besseres beweisen. Du darfst gleich anfangen. Also, Kroko-Duell für alle, die es noch nicht kennen, spielen wir jede Woche am Ende der Sendung. Jeder drückt nacheinander auf die Zähne. Irgendwann beißt Kroko zu. Und dann verliert man ein Leben. Und wer als erstes 3 Leben verloren hat, ist raus. Und dann gibt es ein Finale. Und wer dann am Ende noch überlebt und nicht 3 Leben verloren hat, der gewinnt. Und dann essen wir am Ende alle zusammen leckere Mandelhörnchen, gesponsert von einer Bäckerin unseres Vertrauens.
namens Mama. So. Oh, schön. Ja, die besten Mamlöhrchen ever. In diesem Sinne, Freddy. krempel die Ärmel hoch. Jetzt geht's los. Ja. Okay. Ich schreibe mal hier auf meiner Seite. Oh, spannende erste Runde. Es ist schon dramatisch irgendwann, oder? Es ist schon dramatisch irgendwann. Ah, schade. So, come on jetzt. Sag mal. Kann doch nicht sein. Das heißt, ich habe jetzt automatisch einen Leben weg, oder? Ja. Ach. So. Was war das denn für eine Runde? Eine überragende. Eine Weltklasse-Runde. Du bist dran. Runde. Ich starte, okay. Jetzt hat er aber einen Lauf. Jetzt hat er einen Lauf. Scheiße. Wie Miami in den Finals, egal. Muss ich schon wieder anfangen? Ja. Der ist es wieder nicht. Der ist es wieder nicht. Wenn es jetzt wieder der ist. Nee. Das kann doch nicht sein. Vier sind noch da. Nils ist am Start, der hat das studiert. Oh, ja, macht er auch! Sein. Unglaublich! 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 Aber ich sehe gar nicht, mich ist das da? Aber ich bin raus. Unfassbar! Freddy, das war aber ein Hatchback jetzt. Hör mal auf. Wir spielen jetzt hier das Finale noch aus. Muss ich wieder anfangen? Ja, deswegen habe ich gesagt. Das ist dein erster, oder? Ja. Okay, jetzt bin ich dran. Mhm. Unfassbare Runde. Oh Gott. Um Gottes Willen. Nein! Mann! 1-1. Also das ist jetzt wirklich dramatisch. Nein! Die Runde. Oh nein! Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Ich darf nicht mehr verlieren. Du bist dran. Der Sieg geht trotzdem nach Mönckeberg, würde ich mal sagen, hier. Und der Chat wusste es. Ja. Ja, richtig. Sogar in der Reihenfolge. In der das ist Wahnsinn. Ja, die Community. Die Community weiß Bescheid. Bei Anwurf ist sensationell. Dafür gebührt dir das erste leckere Mandelhörnchen. Hammer. Hier, ja, wenn man einmal gucken möchte. Ja, also ganz frisch. Ganz frisch. Hammer gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke sehr. Habe ich mir vielleicht nicht verdient, aber. Ach. Ich finde ja. Ich finde ja. Ja. Vielleicht nicht für dein Kroko spielen, aber dafür, dass du in letzter Zeit öfter mal vor Nils beim Laufen ankommst. Lasst es euch schmecken. Ich nehme auch ein. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch jede Menge Spaß hier bei unserer Sendung. Nächste Woche sind wir schon Dienstag für euch da. Ganz wichtig, dann mit den Jungs vom TSV Büsum. Freue ich mich schon sehr drauf. Nächsten Dienstag, 20.15 Uhr hier wieder auf Twitch. Ganz wichtig, immer live auf Twitch, aber im Anschluss kann man sich die Zusammenfassung noch auf YouTube anschauen. In diesem Sinne, wenn ihr auch mal in die Sendung kommen wollt, um leckere Mandelhörnchen zu essen, schreibt uns gerne entweder auf Sprungwurf, per Mail, Facebook-Nachricht, Instagram. Ich bin auch bei Instagram fantastisch erreichbar, also da können wir auf jeden Fall was regeln. Da könnt ihr uns auch mal schreiben, wenn ihr wollt, dass eure Mannschaft gezeigt wird hier als Zusammenfassung. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, verletzt euch nicht und passt auf euch auf. Bis nächste Woche Dienstag. Danke euch, alles Gute euch. Ja, wir danken. Hatte Vielen sehr Dank. Viel Spaß. Bis bald. Wir auch. Dankeschön. Ciao. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen.